Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Europa Universalis 4 und wir machen weiter an dieser Stelle. Wir haben die britischen Inseln für uns eingenommen und werden jetzt erstmal zusehen, dass wir die ganzen Kernprovinzen erstellen können. Ich glaube, die Einheiten hatte ich schon soweit versorgt, dass die sich zurückziehen. Genau, da sind sie schon mit dabei. Jawohl, das läuft. Gut, dann schauen wir mal, was wir diese Folge alles anstellen können. Denk mal, wir müssen mal eine Folge des Friedens einleiten. Ich weiß es noch nicht ganz, ob es so sein wird im Endeffekt, aber wir haben halt viel nachzuholen. Zum einen halt vor allem auch von der administrativen Technologie her. Dann die ganzen Kernprovinzen, die wir hier erstellen müssen. Es kostet zwar jetzt nicht so viele Unmengen an administrativer Macht, aber ist trotzdem, naja, nicht zu vernachlässigen. So, was haben wir hier? Rebellenaufstand. Folgende Rebellenfraktionen werden bald einen Rebellenaufstand beginnen. Schottische Nationalisten, 70%. Zum Ausblenden Rechtsklick, Shift, Rechtsklick zum Deaktivieren. Ne, lass mal ruhig anzeigen. Ja, von der Stabilität her müssen wir auch mal wieder gucken, dass wir das auf die Reihe bekommen. Könnt ihr euch bitte dort hoch verlegen, wenn wir das schon so als Vorwarnung bekommen? Kommt, dann machen wir das mal, dann kümmern wir uns darum. Vielleicht sollten wir... Was? Konvertierung erfolgreich? Ja, ist in Ordnung. Vielleicht sollten wir allerdings auch noch ein paar Einheiten auf die Inseln mit rüberziehen. So, das hätten wir. Eingeborenen Aufstand, jawohl, kann passieren. Und die Schiffe sind hier auch da, genau. Dann stellt euch mal dort rein. Ihr seid wieder zusammen, okay. Dann stellt ihr euch bitte mal nach London. Und ihr euch bitte... nach Mitte. Genau, das müsste dann soweit laufen. Das ist in Ordnung. Gut, hier können wir ganz nebenbei schon mal eine neue Ideengruppe auswählen. Die Frage ist, ob wir das wirklich wollen oder brauchen. Wir können auf jeden Fall erstmal uns das hier holen. Oder wir gucken mal, was es hier Schönes gibt. Das können wir auch mal machen. Wir können dann nebenbei die Zeit weiterlaufen lassen. Defensivideen. Ja, ich bin ja sowieso mehr fürs Militärische. Kriegsgrund, Eroberung der Hauptstadt Sierra Leone. Aha, okay. Kann man hier noch weiter runter scrollen? Ne, hier gibt es nichts mehr. Okay. Schade. Kosten für diplomatische Annexion. Minus 25%. Das ist auch was Nettes. Wir haben eine Kernprovinz erhalten. Kernprovinz erhalten. Aber diplomatische Annexion machen wir halt sehr selten. Von daher ist das nicht ganz so entscheidend. Das wäre noch was Wichtiges, aber das kostet uns halt administrative Macht, die wir im Moment gar nicht haben. Von daher sollten wir das auch schön sein lassen. Was haben wir denn hier? Gütige Diplomaten. Ja, bringt uns auch nicht so viel. Kolonisten, Chance, okay. Ja, nehmen wir das hier, das passt schon. Ich denke mal, wir werden die Defensivideen nehmen. Ja, bedauerlich. Oder offensiv. Landanführer, Nahkampf plus 1. Ja, okay, die sind da, das ist mir relativ egal, wissen wir doch. Und Grundmannstärke, ja, von mir aus auch das. Und lass doch hier trotzdem mal in aller Ruhe jetzt überlegen, was wir hier nehmen können. Das ist halt ganz nett, weil hier zum Beispiel dieser Armeeunterhaltsmodifikator minus 10% dabei ist. Landkommandant Manöver plus 1 ist wirklich was ganz Feines. Moral der Armeen generell plus 15% ist auch nicht zu vernachlässigen. Truppenverschleiß minus 25% ist auch sehr gut. Versorgungsgeschwindigkeit oder Verstärkungsgeschwindigkeit plus 33%. Also wirklich was ganz Nettes hier. Hingegen hier würden wir dann die Disziplin bekommen. Truppenlimit-Modifikator brauchen wir nicht unbedingt. Belagerungsfähigkeit, das ist was Gutes. Prestige durch Landschlachten plus 100. Landanführer, was? Landanführer Feuer plus 1. Aha. Ist jetzt alles nicht ganz so wichtig. Kolonie selbst erhalten, wunderbar. Waffenstillstand beendet und Waffenstillstand auch beendet. Sehr gut. Ich überlege das mal noch. Wir lassen das erstmal so offen stehen und gucken stattdessen hier rein, dass wir etwas hier erstmal erweitern können. Dass wir das eine erstmal zu Ende bringen. Guck mal, da können wir gleich sogar zwei machen. Das machen wir dann auch. Da kriegen wir nochmal plus 10% für die Moral der Flotten. Die Entdeckerideen könnten wir auch vorantreiben. Alternativ wäre es vielleicht viel wichtiger, warte mal, erstmal hier zum einen das zu machen. Jawohl. Da hätten wir schon mal drei weitere Provinzen. Und dann zum anderen wäre es vielleicht ganz wichtig wegen der Kultur, dass wir da dranbleiben.
140, das geht eigentlich noch. Das gönnen wir uns, genauso wie hier. Und das war's auch schon. Mehr können wir leider nicht machen. Okay, dann werden die Inseln langfristig wahrscheinlich sächsisch. Das ist auch was Nettes. So, hier war gerade die Nachricht, dass wir die eine Provinz bekommen haben. Jawohl. Die gehört inzwischen zu... Na, wie heißt du? Sächsisches Peru. Okay, ist auch in Ordnung. Aber dann machen wir hier auf jeden Fall schon mal weiter. Da fehlt uns nämlich noch die eine. Du gehst schon mal rüber. Das passt soweit. Waffenstillstand beendet. Jawohl, das ist auch soweit in Ordnung. Und... Na, da warten wir kurz den Speicherstand ab. Akzeptiert die Forderung nur Prestige verlieren. Prestige haben wir eigentlich recht viel. Deswegen verlieren wir lieber das Prestige. Das ist in Ordnung. Kriegsgrund Imperialismus gegen Moldawien, Ungarn. Ungarn? Gibt's die wieder? Waren die nicht schon mal ausgelöscht? Okay. Burgund hat Sachsen als ihren neuen Rivalen bestimmt. Hm. Mag sein. Haben wir eigentlich genug Rivalen? Das müssen wir auch mal gucken. Lass mal reinschauen. Und zwar... nee, das war glaube ich schon richtig hier. Und dann... Genau, wir haben nicht genug Rivalen. Das sieht man schon. Norwegisches Louisiana hat interne Konflikte. Wir bekommen die Handelsflotte zurück. Eroberung der Hauptstadt. Ja, das ist von mir aus... Wir haben Anspruch auf eine Provinz verloren. Rostock, das stört uns nicht. Wir haben Kernprovinz erhalten. Jawohl. So, das wird. Wir sammeln in der Zwischenzeit aber fleißig hier die administrativen Punkte, werden das hier noch zur Kernprovinz machen und werden dann als nächstes halt auch mal wieder Punkte aufsparen für Technologien, dass wir auch da vorankommen. So, lass mal ganz nebenbei trotzdem schauen wegen der Kultur, dass wir hier vielleicht noch dranbleiben. Mal 240 Punkte für die Kultur, das geht eigentlich noch. Das ist verkraftbar. Und hier haben wir dann noch Northumbrien. Wo ist das eigentlich? Das war hier oben irgendwo. Ich glaube, das ist das Ding, genau. Da könnte man dann das nächstes dann noch mit uns vornehmen. Machen wir dann auch gleich. Jawohl. Können wir eigentlich, glaube ich, jetzt schon. Oder? Naja, aber gleich. Okay. Dauert nicht mehr lange. Jetzt würde es gehen. Gut, da sind wir schon mal bei 4 Provinzen wieder dran, das aufzuwerten und zu verbessern. Ein Befehlshaber ist gestorben. Wir haben Anspruch auf eine Provinz verloren. Das ist in Ordnung. Wir werden... trotzdem jetzt nochmal auf die Ideen schauen, denn da müssten wir gleich genug militärische Macht zusammen haben, dass wir uns die nächste Stufe leisten können. Das werden wir mal machen. Dafür kriegen wir die Kupferböden, was einen Flottenverschleiß von minus 25% für uns bedeutet, was auch was Schönes ist. Bis 1700, 2 Jahre, na gut, das geht. Das ist verkraftbar. So, was haben wir hier? Waffenstillstand? Ja. Alles Waffenstillstände. Gold wird produziert in Baltistan. Das ist super. Ja, die ganzen Waffenstillstände. Kernprovinz haben wir erhalten. Und das holen wir uns. Jawohl. Dann fehlt nur noch ein Punkt. Und für diesen einen Punkt kriegen wir dann die Artilleriekampffertigkeit plus 10%. Das lohnt sich dann schon. Ein Befehlshaber ist gestorben. Leider. Wir besteuern Südamerika natürlich. Und brauchen dann jetzt hier nur noch diesen einen Punkt. Wie gesagt, dann haben wir... die Qualitätsideen auch abgeschlossen. Wunderbar. Also es entwickelt sich langsam. Wir können dann nebenbei schon mal... Ja, wir haben für alles Kriegsgründe. Das ist jetzt nichts Überraschendes mehr. Und wir müssen mal schauen, wie viel brauchen wir denn. 363 brauchen wir und wir haben noch nicht ganz so viel. Okay. Haben wir denn alle Berater am Start? Jawohl, haben wir. Das sieht gut aus soweit. Und es gehört rechtmäßig ihm... Nein, im Gegenteil. Nee, das ist unser Land. Da bestehen wir auch drauf. Lass mal gucken, wie das Freiheitsbestreben von Österreich jetzt ist. Jetzt hat er das weggeklickt, wieso auch immer. So, Österreich. 22% Freiheitsbestreben. Okay, da müssen wir mal drauf schauen, wie wir die besänftigen können. Lokalen Herrscher beschwichtigen zum Preis von 20 Prestige. Na, dann machen wir das. Kriegsgrund, jawohl. Und das auch, jawohl. Und dann müsste Österreich jetzt schon nicht mehr ganz so extrem aufgebauscht sein. Südamerika, denen geht es noch nicht ganz so gut. Unsere Kolonie, sächsisches Peru, erklärt Inka-Reich den Krieg. Okay. Und Südamerika wollte ich gucken, wie wir euch beschwichtigen können. Zölle erhöhen. Nee, das wollen wir jetzt eher weniger. Zölle reduzieren, auch nicht. Hm.
könnten wir halt nochmal 20 Prestige ausgeben. Ich glaube, das machen wir, das leisten wir uns. Im Moment haben wir es ja und von daher passt das. So, die haben jetzt nur noch 12% Freiheitsbestreben. Das geht noch, das ist in Ordnung. Gut, die haben irgendwie einen Krieg jetzt hier angezettelt, kann das sein? Wir haben Ansprüche auf eine Provinz verloren. Mag sein. Lass mal gucken. Tatsächlich, die haben Krieg gegen das Inka-Reich erklärt. Das finde ich ja cool, dass die das selbstständig machen. Wir könnten denen, können wir denen auch helfen? Ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Vielleicht kriegen wir das ja irgendwie hin. Wir können, nee, wir können dort nicht helfen. Wir können nicht einmarschieren. Das müssen sie selber klären, sozusagen. Interessant. Wahrlich schlechte Nachrichten. Unser Kaiser ist gestorben. Das ist sehr schrecklich. Der neue Kaiser ist Johann Georg III. Von Primslied. Ein relativ guter Herrscher, würde ich mal denken. Dafür ist unser Nachfolger sehr bescheiden. Naja. Okay. Gut, wir können die nächste Technologiestufe einnehmen. Das machen wir direkt. Da können wir nun Kathedralen bauen. Und als nächstes, was ist da möglich? Da bekommen wir die republikanische Diktatur oder die absolute Monarchie, wäre auch möglich. Wir brauchen insgesamt 396 Punkte, das sollten wir auch relativ flott beisammen haben. Hier, das läuft noch soweit, wir kriegen immer noch 11 Punkte, auch mit dem neuen Herrscher. Na gut. So, Militärzugang aus Genua wird angefragt. Überlegenheitsdemonstrationen gegenüber Byzantinisches Reich könnten wir machen. Sie erzählen uns über das Ereignis, interne Konflikte, ja, meinetwegen. Und was haben wir jetzt hier? Die nächste militärische Technologie. Jawohl, sehr gerne. Frontbreite um plus 2 kann nun Festung bauen. Ah, sehr nett. Apropos Festung. Warte mal. Wir haben, glaube ich, auch genug Kohle gerade auf Halde. Kolonie selbst erhalten. Wunderbar. Silberflotte ist da auch wunderbar. So, dann gehen wir mal hier in diesen Modus rein. Und das können wir nicht mehr holen. Das aber hier, das wäre noch möglich. Dann machen wir das. Und du marschierst bitte dorthin. So, das ist, glaube ich, die letzte freie Provinz hier. Zumindest in unserer Reichweite. Hier wären noch 2, 3, 4. Allerdings kommen wir dort im Moment nicht dran. Dafür haben wir uns wirklich, ja, große Teile Südamerikas schon mal gekrallt. Das ist soweit ganz in Ordnung. So, was wollte ich gerade machen? Das war was Wichtiges, glaube ich. Ah ja, hier. Wollte ich mal reinschauen. Und zwar, zum einen werden wir mal überall die Börse bauen. Das können wir uns, glaube ich, sogar leisten. Komm, lass das erstmal überall hier hinstellen. Es wäre cool, wenn es einen Button gibt, überall wo möglich. Ein Klick und ja, alles, wo es möglich ist, wird es gebaut. Jetzt müssen wir hier nämlich ein bisschen näher rangehen erstmal. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir davon schaffen können, finanziell. Ich glaube, für alles wird es nicht reichen, aber wir testen einfach mal. So, schauen wir mal. Da auf jeden Fall. Und hier komplett die Bank durch. Na, hier bitte auch. Na, jetzt aber. Gut, und dann da noch. Wunderbar. So, dann machen wir mal im polnischen Gebiet noch weiter, dass wir das auch noch hier aufrüsten. Und da und dort. Und hier auch noch. Wunderbar. Dann gucken wir mal in Mitteldeutschland. Na, komm. Jetzt und dort und so weiter. Dann kämpfen wir uns erstmal Richtung Süden vor. Hier wäre es noch wichtig. Jawohl. Und dort und so weiter. Wir haben noch 10.000. Also es könnte sogar reichen, dass das was für unser gesamtes Reich hier machen können. Wieso geht das manchmal nicht? Dankeschön. Hallo? Manchmal geht es, wenn man daneben klickt. Ja, das passiert nämlich, wenn man dann zu genau klicken will, dann kommt man, wird man einfach rausgeschmissen. So, dann machen wir mal weiter. Und jetzt hier nochmal und so weiter. Okay. Und dann noch im Westen Deutschlands. Oder ja, in unserem Fall ja von Sachsen. Da geht es auch noch. Und hier in den Alpenregionen machen wir das auch noch. Komm, Steiermark auch. Und dann geht's ab zum Mittelmeer. Komm, dann machen wir hier die Reihe komplett durch. Wir haben noch 6.000. Oh, das sieht gut aus. Wir könnten es gerade so schaffen, dass wir alle Provinzen bebauen können. So, sieht gut aus, Leute. Wunderbar, hier hatten wir noch eine und das müsste es gewesen sein. Sehr schön, das war ein, ja, Riesenvorhaben, was wir gerade hier durchgesetzt haben. Sowas können wir noch nicht bauen. Hier müssten wir schon irgendwo was gebaut haben. Okay, das bringt uns nur nichts.
Die Tempel können wir aufwerten zu einer Kathedrale. Na denn, lass mal gucken. Tempel selber können wir nicht bauen. Das heißt, die Provinzen, die wir jetzt auswählen können, haben alle bereits einen Tempel. Dann macht das hier mal weiter. So auf jeden Fall. Und dann dort auch noch. Und ja, ziehen wir das erstmal ein Stück weit durch. Ist ja auch mal notwendig, sowas zu machen. Wir können uns ja nicht zu lange auf dem ausruhen, was wir bisher so erreicht haben, sondern müssen natürlich gucken, dass wir bei sowas, gerade bei sowas auch dranbleiben. Jawohl. So, jetzt ist unsere Kohle alle. Das reicht erstmal, aber wir haben halt, guckt mal euch die Karte an, überall diese Symbole, dass da was gebaut wird. Sehr cool. So, wunderbar. Und das dürfte aber gar nicht so lange dauern, dann müssten wir das schon ausgebaut haben. So, wie sieht's aus? Administrative Punkte geht schon. 314 haben wir schon wieder und ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. 396 sind's, genau. Sind jetzt Stufe 64. Na gut, mal sehen, was sich rausschlagen lässt. Kultur geändert. Stimmt, da müssen wir auch dranbleiben. Revolte. Lass gucken. Jawohl, okay. Kriegen wir aber hin, das ist kein Problem. Haben wir noch irgendwo einen Anführer da? Guck mal, der ist doch eigentlich ganz nett. In dich nehmen wir. Dann marschier mal dort rüber erstmal. Ist das hier eine Festung? Leider nicht. Da kommen wir sozusagen gleich zu spät. Na gut. So, oder vielleicht schaffen wir es noch, aber ich glaube nicht. Das wird sehr knapp. Jep, das war zu spät. Na gut. Aber haben wir gleich wieder zurückgeschlagen. Das ist kein Problem. Lass ruhig die Zeit weiterlaufen. So, Stabilität plus 1. Sehr nett. Das nehmen wir sehr gerne. Wir haben Anspruch auf eine Provinz verloren. Ja, von mir aus. Und da haben wir wieder genug diplomatische Punkte zusammen. Lass mal schauen, wie wäre es mit der Technologie. Wäre eigentlich auch dran als nächstes. Na gut, dann nehmen wir erstmal die Technologie. 486 Punkte, das dauert nicht zu lange. Hier, das können wir aufwerten. Da sind wir dann schon Stufe 65. Aber das muss jetzt auch mal sein. Das habe ich mir überlegt vor der Folge. Wir müssen mal auch eine Friedensfolge haben. Schauen wir mal. Wir sind aber, kommen relativ gut durch von der Zeit her. Kommandant Severinus Dietze ist gestorben. Das ist nicht gut. Kiverus hat Sachsen als Rivalen bestimmt. Hier haben wir einen freien Sitz irgendwo offen. Genau. In den vergeben wir wieder plus 5 Disziplinen. Das ist ganz nett. Das holen wir uns. So, die Gebäude müssten zum Großteil jetzt fertig sein, wenn ich das richtig sehe. Und wir müssten, genau, die sind fertig zum Großteil. Wir müssten dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr verdienen im Endeffekt. Kann sein. Ich weiß nicht, wie viel es vorher war. Wir haben den Anspruch auf eine Provinz verloren. Ja, von mir aus. So, guck mal, da können wir die nächste Technologie erforschen. Und zwar diesmal eine diplomatische. Dann machen wir das auch direkt. Dafür können wir das Trockendock bauen und die Archipelfregatte können wir nun haben. Okay. Auch nett. Haben wir Schiffe, die wir aufwerten müssten? Lass mal schauen. Kriegsgaleone. Sie sind hier im Moment aktiv und dann hier unten waren es die Merchantmen. Okay. Wir schauen mal. Kriegsgaleone und Merchantmen. Was kriegen wir denn aktuell? Was ist denn das aktuellste? Zwei Decker. Das ist ganz nett. Und Trabakel. Ich glaube, dann sollten wir da mal die Flotte ganz nebenbei aktualisieren. Wie viel brauchen wir denn im Endeffekt? Lass mal schauen. Wir haben 80 Großschiffe und 140 kleinere. Wobei wir, glaube ich, nur 120 bräuchten. Da sind 20 zu viel drin, glaube ich. Schauen wir mal. So, wir geben das erstmal in Auftrag. Und zwar hier rauf bitte. Und Kriegsschiff mal 80. Genau, das sind schon die. Perfekt. Wieso darf ich denn hier nicht bauen? Ah, nicht genug Geld. Okay. Das könnten wir allerdings schon bauen. Na, dann bauen wir erstmal die Transportschiffe. Ist auch schon mal was. Und dann müssen wir halt noch ein klein wenig Kohle zusammensparen, dass wir dann die anderen auch bauen können. Aber das geht ja jetzt relativ flott, weil wir sowieso ja warten wollen oder müssen, dass wir halt mal die Technologie wieder auf einen gemeinsamen Level bekommen. Eingeborenenaufstand. Oh nein. Skandal aber auch. So, da sammeln sich schon mal die ersten Schiffchen. Das ist auch super. Das ist gut soweit. Die Silberflotte ist eingelaufen. Und wir können in die nächste Technologie hier reinstecken. In die nächste Idee. Jawohl. Und dann haben wir die Ideengruppe nämlich auch komplett. Das ist sehr schön.
So, das sind großartige Neuigkeiten, dass Truppenholz in Diamantino produziert wird. Sehr schön, freue ich mich. Und hier kommen, glaube ich, 60 Schiffe jetzt gleich raus. Das heißt, wir können die wirklich schon mal abspalten hier. Und können die theoretisch schon mal entfernen lassen. Dann sparen wir nämlich vorübergehend erstmal ein bisschen Kohle. Warte mal, lass mal Pause reinmachen. Das Spiel spackt sonst rum. So, lass das mal auswählen. 140 Schiffe, genau, Einheit auflösen. Sehr gut. Zusätzlicher Händler annehmen oder nationaler Steuermodifikator. Nehmen wir den Steuermodifikator. Das ist auch in Ordnung. Gut, 27 Schiffe haben wir schon. Demnächst können wir auch wieder eine Einheit schon mit den Transportschiffen transportieren. Wir werden dann direkt nochmal 60 Transportschiffe in Auftrag geben, dass wir halt schon insgesamt vier Flotten überqueren lassen könnten. Lasst uns Schiffe bauen. Sehr schön. Minus 5%, das passt ja. Norwegisches Louisiana, die erste Weltumsegelung. Ach, das hätten wir eigentlich auch mal machen können. Hätte ich gewusst, dass es sowas gibt, dann hätte ich das gemacht. Waffenstillstand beendet und so weiter und so fort. Gut, wir könnten ja theoretisch dann auch schon mal nebenbei einen neuen Krieg anzetteln, oder? Wie sieht es technologisch aus im Moment? Lass mal schauen. 65 im Vergleich zu 69, also ein bisschen brauchen wir noch. 428 Punkte sind benötigt. Kriegsgrund gegen Portugal. Ja, ist von mir aus auch in Ordnung. Was verdienen wir denn im Moment finanziell gesehen? 68, 67, es geht so. Wie viel Truppen haben wir eigentlich? Wir können doch bestimmt noch einer mehr ausheben. Naja, nicht ganz. Würde nicht reichen, also lassen wir auch. Also passt auch, glaube ich, armeestärkemäßig. So, lass mal gucken. England oder Großbritannien, mit wem bist denn du verbündet? Mit keinem weiter. Okay, dann können wir sozusagen dir den Krieg erklären. Ich glaube, das machen wir. Wir wollen sie weiterhin beschneiden und holen uns mal noch den Rest von ihnen. Diplomatie, Krieg erklären. Haida würde mitmachen. Das ist das Ding da. Okay. Und die Comanchen mal wieder. Okay, das hält sich in Grenzen. So, Leute, dann ab dafür. Imperialismus-Kriegsgrund wählen wir aus. Und das müsste dann auch soweit passen. Genau. Krieg erklären. Wunderbar. So, wo haben wir unsere Einheiten? Hier ist auf jeden Fall eine, die marschiert schon mal dort hoch. Die marschiert, wenn du darfst, darüber. Nein, darfst du nicht, schade. Und dann kümmert ihr euch darum. Du bitte dort rein und du nach dort und du dahin. Und du wärst noch übrig, du marschierst bitte dahin. Gut, die Einheit können wir mal rübernehmen, dass wir nach Amor wandern. Die Zeit machen wir mal ein bisschen langsamer. Ja, okay. Wunderbar, passt soweit. Gar kein Problem. Und ich glaube, das war es eigentlich auch schon, was die haben, oder? Mehr haben die gar nicht mehr. Sachsen hat Moriban und so weiter besetzt. Alles super. Hier oben müssten wir halt dann nochmal hinsegeln, denke ich mal. Das kann noch auf uns zukommen. Aber ansonsten ist hier nicht mehr viel mit Großbritannien. So, die hätten wir dann auch schon besiegt. Ja, da haben wir den Kampf schon fast gewonnen. Wir könnten, wie gesagt, eine Einheit mal nach hier oben ziehen. Warte mal, wir könnten die Schiffe mal zusammenlegen. Dann du bitte hier drauf. Belagerung von Armagnac ist abgeschlossen. Ja, wie gesagt, also das geht jetzt relativ flott hier mit Großbritannien. Und ihr könntet dann schon mal nach hier oben durchfahren und sie dort von Land lassen. Sachsen hat Finsterre besetzt, Amor besetzt. Super, also sind wir mit dem europäischen Teil sozusagen schon durch. Nein, nicht ganz, halt Island fehlt noch, aber da fahren wir ja gerade hin. Waffenstillstand mit Provence und Böhmen beendet. So, sind die Schiffe unterwegs? Ich habe nicht das Gefühl. Fahrt ihr? Nee, jetzt aber. Eingeborenenaufstand. Okay. So, da sind sie unterwegs. Wunderbar. Und dann sind die Einheiten auch schon da. Dann lasst euch ausladen hier. Das wäre in Ordnung. Und dann besetzen wir auch nochmal die zwei Provinzen hier oben. Kriegsgrund gegen das Byzantinische Reich. Jawohl. Und lasst euch bitte aufteilen, dass die Hälfte sich schon mal hier rüberstellen kann. Die Schiffe können sich eigentlich hier hinstellen. Das wäre noch besser, glaube ich. Dann können nämlich beide Einheiten auf einmal dann aufs Schiff rübergehen.
So, das ist schon besetzt. Wunderbar. Und was haben wir hier? Goldene Galionsfigur. Klingt toll. 50 Dukaten verlieren und 5 Prestige. Mhm. Sehr gerne. Nehmen wir. So, das hätten wir auch. Und hier noch die eine Provinz. 48% Kriegsstand ist es. Und jawohl, da haben wir das auch. 51% Kriegsstand. Und der Rest, das machen halt die Verbündeten aus, glaube ich. Weil ich glaube, Großbritannien selber hat nicht mehr. Können wir mal schauen. Also hier unten haben wir überall besetzt. Dort oben auch. Ja, wie gesagt, da sind die Verbündeten. Aber ansonsten sehe ich nichts weiter von Großbritannien. Nee. Okay. Ja, wir schauen mal, was wir rausschlagen können. Wir gehen auf die politische Karte. Wir können mal, warte mal, wir können mal was probieren. Wir schauen einfach mal. Diplomatie, Frieden verhandeln, geht nicht. Okay, ist ein Vasall. Und das wird wahrscheinlich auch ein Vasall oder Personalunion sein. Na gut. So, Großbritannien. Dann lass mal schauen. Diplomatie, Frieden verhandeln und ich hätte gern das, das, das. Okay, das will er nicht mehr. Hm, ärgerlich. Das wollen sie uns tatsächlich nicht mehr geben. Mit den zwei Provinzen wären sie einverstanden. Wartet mal, Verträge aufkündigen. Bündnis, das ist nur ein ganz normales Bündnis. Okay, Haida, das ist ein Militärzugang, das brauchen sie nicht aufkündigen. Das ist ein Bündnis. Und das sind doch die zwei Staaten eigentlich, die ja noch mit dabei sind, oder? Comanchen und Haida, genau. Und denen ihre Kolonien. Ein Vasall oder Minderteilstaat einer Personalunion kann keinen Separatfrieden erklären. Nationen entlassen. Britannien? Nein. Verträge aufkündigen. Ich will, dass die ihren Vasallen freilassen. Aber das geht wahrscheinlich nicht, weil es Kolonien sind. Ja, oder wir müssen halt mal rüber segeln. Das wäre dann die Alternative. Dann dauert der Krieg halt ein klein wenig länger. Wäre aber grundsätzlich erstmal denkbar, denke ich. Ich glaube, das machen wir. Weil das ist mir sonst zu wenig, was wir dort rausholen. Das machen wir. Da sind schon wieder 8 Schiffe dabei. Jawohl, guck mal, euch können wir wieder dort rauf verlegen. Genau, ihr seid schon am Werk. Das ist super. Und dann werden wir mit der Flotte erst nochmal kurz hier die Schiffe einsammeln, die hier schon wieder unten stehen. Also wie gesagt, lass mal dort auch kurz vorbeifahren. Jep. Weil ich glaube, jetzt fliehen die, wohin auch immer. Ja, na ganz großes Kino, jetzt haben sie Angst bekommen. Na gut. So, dann lasst euch erstmal dort treffen, jawohl. Und wir treffen euch uns hier gemeinsam. Und zusammenlegen bitte. Da haben wir 60 Transportschiffe, das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Eine Einheit ist schon drauf, eine zweite bekommen wir noch drauf. Und dann nehmen wir die auch mit. Jawohl. Anspruch auf Provinz und Kriegsgrund. Ja, ja. Und dann lass mal gucken. Wo müssen wir hin? Ich glaube, hier hoch irgendwo. Komm, versuch mal dorthin zu reisen, wo... Alter, echt so weit. So einen riesen Weg musst du hinter dich bringen. Warte mal, wir sollten dann hier wahrscheinlich mal so einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Das machen wir mal. Das ist ja ärgerlich, dass wir so weit reisen müssen dafür. Dann machen wir schneller. Mal gucken, wie das hier mit dem Verschleiß dann sich handhabt. So, 54% Kriegsstand haben wir immerhin schon. Alter, ist das ein Riesenweg, den wir hier zurücklegen. Mit unseren zwei Einheiten. Aber vom Verschleiß, es geht noch. Ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Weil das jetzt natürlich die Großschiffe sind. Wie sieht es hier bei den Kleinen aus? Oh, die haben gar keinen Verschleiß. Auch interessant. Kolonie selbst erhalten. Zeigen. Sehr gut. Kommen wir hier irgendwie ran? Nee. Leider nicht. Schade. Gibt es hier noch irgendwo Provinzen, die wir uns noch holen könnten? Was ist denn hiermit los? Terra Incognita. Okay. Na, da kommen wir nicht ran, glaube ich. Genau, hier kämen wir auch nicht ran. Das ist Kanada offensichtlich.
mal, hier oben würden wir noch hinkommen, aber das würde uns, glaube ich, jetzt eher weniger nützen. In Afrika ist soweit auch vieles schon dicht. Eigentlich alles. Aber hier könnte man noch. Aber da kommen wir nicht hin, das ist zu weit weg. Na gut, dann lassen wir es erstmal. So, wo ist denn unser Schiffchen? Das ist hier am Start, super. Okay, dann teilt ihr euch mal ganz kurz auf. Kultur und Provinz geändert. Ja, sehr schön. Und ist das Schiff schon repariert? Jawohl, das ist auch repariert. Dann bitte wieder an Bord gehen. Warte mal, lasst euch nochmal hier hoch verlegen dann. Jawohl. Beide Einheiten bitte an Bord des Schiffes gehen. Und dann fährt das Schiff mal hier weiter nach dort oben. So, 57% Kriegsstand, wieso auch immer. Ich weiß gar nicht, wofür wir jetzt die paar Prozent her haben. Auf jeden Fall werden wir euch hier von Bord schicken. Und dann hier auch erstmal gehörig einnehmen, denke ich mal. Okay, ja. Jetzt sind wir endlich da und jetzt haben sich die blöden Kastilianer darum geschert, dass sie sich das hier einholen. Oder Ho... Was? Hohokam. Okay, die Hohokamer haben sich das geholt. Seid ihr schon verwestlicht? Diplomatie? Tatsache, die sind westliche Technologiegruppe. Auch interessant. Gegen wen haben wir denn jetzt noch Krieg? Lass mal die Übersicht bekommen hier. Dort oben auf jeden Fall noch. Da können wir noch mit einfallen. Na, dann machen wir es halt dort. Dann packt man die Einheiten hier wieder ein. Und nochmal ab aufs Meer mit euch. Und dann bitte insgesamt hier nach oben schon mal durchfahren. Und dann holen wir uns mal hier den New Albion. Jawohl. Und dann geht bitte hier erstmal von Bord, dass wir uns diese Provinz erstmal schnell holen. Denn dann kann das Schiff auch anlegen und kann sich reparieren lassen. So, euch können wir in der Zwischenzeit schon mal eine Einheit zumindest nach da unten verlegen. Das wäre auch schon mal was. Genau, laufe los. Und die haben wir jetzt. Dann kann das Schiff hier andocken und sich reparieren lassen. Sachsen hat Prinz Rupert besetzt. Ah ja. Und da haben wir die Kämpfe gewonnen. Hier, das werden wir auch noch besetzen. Columbia. Jawohl. Und dann holen wir uns Prinz George auch noch. Naja, die versuchen es kurz nochmal zu befreien. Schaffen sie wahrscheinlich auch. Aber es stört uns nicht. So, das haben wir auch. Sehr gut. Dann wieder hier hoch. Dass wir sie gleich zerschlagen. Oder auch noch nicht. Ah, dann holen wir uns Columbia nochmal zurück. Neugroßbritannien. Jawohl. Lagerung von Central Dingens. Du verlegst dich mal dorthin. Genau, New Albion hat Rupert besetzt, was auch immer. Okay, dann marschierst du bitte nach oben und du bitte nach dort. Jawohl, die Einheit ist zerschlagen, das läuft schon mal. So, die Schiffe können wieder andocken. Also, das müssen sie gar nicht. Sachsen hat Prinz Rupert besetzt, jawohl. Und dann bitte... Na, wo ist die nächste Provinz? Haben wir hier noch eine? Lass mal gucken. Sachsen hat Tlingit besetzt. Ah ja. Und südamerikanische Flotte ist eingelaufen. New Albion hat Columbia besetzt. Ernsthaft? Händler Christian Albrecht Ulrich ist gestorben. Skandal. Wir holen uns erstmal das auf jeden Fall. Oh, haben wir so viele Punkte gehabt, dass wir gleich mehrere Stufen uns leisten können. Das ist ja super. Da sind wir schon auf Stufe 67 jetzt. Und irgendeiner ist gestorben hier. Genau, den brauchen wir, da brauchen wir einen neuen. Dann nehmen wir die Kolonialreichweite. Vielleicht nützt die uns sogar was. Schauen wir mal. So, ihr geht auf jeden Fall dort hoch. Und Sachsen hat Dingens besetzt. Sehr schön. So, mit wem haben wir noch alles Krieg, wenn ich mal fragen darf? Ach, guck mal. Das sieht man schon, glaube ich, mit denen dort oben. Ich gucke trotzdem nochmal vorsichtshalber nach. Lass mal schauen. Jawohl. Oh, das gehört sogar Großbritannien direkt. Auch interessant. Wusste ich gar nicht. Nein, lasst euch nach dort verlegen. Besser gesagt, ihr marschiert nach Columbia und ihr marschiert gleich nach Prinz Dingens durch. Und ich weiß gar nicht, ist das auch noch eine Provinz von denen oder ist das, haben wir mit denen Krieg hier? Nein.
Okay. New Albion. Hm. Von mir aus. Gut. Das haben wir wieder besetzt. So, dann lass mal hier nach oben wandern. Und ich glaube, das sind die hier, oder? Mit dem haben wir auch noch Krieg. Kann das sein? Jawohl. Oh, die hätte ich ja fast übersehen. Hm. Die sind so klein, die nimmt man gar nicht für voll. Guck mal, dann marschier doch mal dahin. Dass wir sie mal davon abhalten, da noch irgendwas zu tun. So, wir haben 80% Kriegsstand. Wunderbar. Kultur in einer Provinz geändert. Sachsen hat irgendwas besetzt und den Kampf haben wir gewonnen. Wieso können wir jetzt hier nicht einmarschieren? Bewegung durch feindliches Fort blockiert. Aber nicht durch das hier. Kann ja eigentlich fast nicht sein. Doch, jetzt geht's. Okay, hätte mich auch gewundert. So, die Provinz haben wir. Dann mach hier auf der Seite erstmal weiter. Bis er sagt, kannst du dich nicht teilen? Das wäre doch viel cooler. Dann können wir nämlich gleich beide Provinzen machen. Das ist von höchster Wichtigkeit. Oder, warte mal, lass die Pause drin. Ja, das ist von höchster Wichtigkeit. New Albion, ja, mal wieder. Aber da kümmern wir uns ja gleich drum. Mein Gott, diese kleinen Einheiten hier. Die nerven schon ein bisschen. Belagerung von Dingens abgeschlossen. Jawohl, und dann können wir die Einheit hier nämlich nach oben ziehen und dann dürfte es kein Problem mehr sein. Also das können wir direkt dorthin, bevor die das... Jawohl, okay, dann geht ihr dorthin und ihr dahin. So, wir haben 99% Kriegsstand. Es wird langsam, Leute. Wir haben es, glaube ich. Jawohl, und was kriegen wir hier noch? Jetzt müssten wir gleich 100% Kriegschance haben oder Kriegsstand auf jeden Fall. Ne, kriegen wir nicht 100%. Okay, macht aber nichts. Das ist erstmal in Ordnung soweit. Jetzt lass mal gucken. Frieden verhandeln. Die Provinz könnten wir uns einfordern. Das klingt gut, das machen wir direkt. Das kostet uns nur 10% Überdehnung. Ihr habt sonst nichts weiter, was man sich hier holen kann bei euch, oder? Nee. Hm. Lass mal schauen, wenn wir... Ja, wir könnten sie zum Vasall machen, aber das wäre natürlich auch eine coole Sache. Wenn wir die jetzt zum Vasallen machen, können wir denen gleich die ganzen Provinzen geben. Ich glaube, das machen wir. Wir lassen die zum Vasallen machen. Gleichzeitig sollen sie die Ansprüche dort aufgeben, Verträge aufkündigen. Können wir denen die Provinzen geben? Ich weiß es nicht. Ich probiere es jetzt einfach mal. Warte mal, oder wir speichern kurz. Wir speichern mal ganz schnell und testen das mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Lass mal schauen. So, Diplomatie, Frieden verhandeln und ihr werdet zu meinem Vasallen und Ansprüche aufgeben. Genau, Forderungen senden. Jawohl, das hätten wir. Und kann ich jetzt sagen, dass... Nein, weil ihr nicht mit im Krieg seid, oder? Einfluss, Bündnisse, Koalition. Nein, ich will sie jetzt eigentlich dazu rufen, in den Krieg mit reinzukommen. Garantie, Warnung, Vasilierung, annektieren, Frieden erzwingen. Hm. Ihr seid jetzt nicht im Krieg bei uns mit dabei. Beziehung verbessern, Dynastieaktion, Geheimdienstaktion. Ist alles nicht so das Wahre, das Richtige. Hm. Sehr bedauerlich. Ach, das ist wirklich ärgerlich. Hm. Gibt hier, glaube ich, auch nicht wirklich eine Möglichkeit, die anderen jetzt noch mit reinzuholen. Nee. Sehr schade. Gut. Ich glaube, wir erklären trotzdem jetzt den Frieden mit Großbritannien und fordern uns hier erstmal in Europa das ganze Zeug ein. Wir können das ja später dann nochmal in Angriff dort oben nehmen. Und schadet, glaube ich, aber nicht, wenn wir da den Vasallen erstmal soweit haben. So, dann lass hier mal gucken von den Provinzen her. Das sind schon 93% Überdehnung, die drei Provinzen. Das ist so viel. 99% Überdehnung. Das wäre gerade noch im Rahmen. Und da wären wir bei 115%. Hm. Das heißt, es wird noch einen, mindestens einen weiteren Krieg gegen Großbritannien geben. Allerdings haben wir sie dann schon mal ganz ordentlich dezimiert. Ja, wir sind dabei, die auszulöschen. So im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Forderungen senden und ab geht's dafür. Jawohl.
So, dann ganze Sache jetzt hier zur Kernprovinz machen lassen. Jawohl. Dass wir die Überdehnung wieder wegkriegen. Die Einheiten müssen wir zurückziehen. Das machen wir auch direkt. Lass mal gucken. Kriegsgrund gegen Großbritannien verloren, natürlich, weil wir gerade Frieden geschlossen haben. Aber schön, dass du es auch mitbekommen hast. So. Wirklich verdächtig. Südamerika hält 10% Freiheitsbestreben. Das ist nicht gut. Stabilität verlieren oder Legitimität? Das ist beides nicht richtig. Staatsehe mit Österreich. Die werden wir erneuern. So, Südamerika hat Freiheitsbestreben. Mal wieder. Das finde ich nicht toll. Lass mal schauen, wie wir euch besänftigen. Und das nicht gerade zu knapp. Okay. Südamerika. Zölle reduzieren. Um 5% zu erhöhen. Dies verringert das Freiheitsbestreben von Südamerika um minus 5%. Wir beschwichtigen zum einen erstmal den lokalen Herrscher und dann tun wir noch die Zölle reduzieren. Und dann gucken wir mal, wie es jetzt aussieht. Südamerika. Was ist eigentlich dieses Symbol hier? Ist unsere Kolonien. Ja, das ist klar. Aber was heißt dieses Symbol? Ist das hier nochmal irgendwo anders zu sehen? Keine Ahnung, was das Symbol bedeutet. Wir haben auf jeden Fall ein paar Diplomaten frei. Wir werden mal die allgemeinen Beziehungen verbessern. Vielleicht hilft das auch schon, dass wir das Freiheitsbestreben ein wenig senken können. Gut, wie sieht es eigentlich mit unseren Vasallen aus, die wir hier so haben? Müssten wir da vielleicht auch mal die Beziehung verbessern. Österreich geht mit 109. Lyon geht mit 75. Ja, es ist in Ordnung. Kann man so durchgehen lassen. Ich glaube, hier unseren neuen Vasallen sollten wir auf jeden Fall mal begrüßen. Diplomatisch gesehen. Beziehung verbessern, jawohl, ist in Ordnung. Gut. Bin gespannt auf den nächsten Krieg gegen Großbritannien, wie der sich entwickeln wird. Ob wir dann den Rest auch bekommen oder nicht. Portugal hat gerade ein kleineres Problem mit Kastilien. Auch sehr interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Kastilien so stark ist und die zurückdrängen kann. So, Kernprovinz haben wir erhalten. Sehr nett. Und ja, noch eine können wir leider im Moment noch nicht. Aber technologisch können wir uns entwickeln. So, da haben wir eine überlegene Kanone dazu bekommen. Die holen wir uns doch direkt. Jawohl. So, neue Schiffe, glaube ich, sind auch dazu gekommen. Lass mal gucken, was wir dort jetzt bauen können. Guck mal, den Dreidecker ist sehr gut, dass wir da noch nicht gemacht hatten. Haben wir nicht irgendwo auch ein Schiff geschenkt bekommen? Ich weiß es nicht mehr. Die Frage ist, wäre, wenn, dann wo? Da, guck mal, da haben sie uns ein Schiff geschenkt. Aber das können wir direkt verkaufen eigentlich. Denn das ist noch ein Zweidecker. Einheit auflösen, genau. Brauchen wir nicht. Und stattdessen bitte mal um die 60 oder 80 von den anderen bauen. Mal gucken, ob jetzt die Kohle dafür reicht. Genau, Kriegsschiff mal 80 bitte. Und bitte alle hierher versammeln. So, das wäre in Ordnung. Das wird eine Weile an Zeit in Anspruch nehmen. Wir können ganz nebenbei mal einen Blick auf Frankreich werfen. Jawohl, da ist die Flotte wieder angekommen. Wie sieht es eigentlich von unseren Dingens aus? Jetzt ziemlich häufig irgendwelche Flotten ankommen, habe ich das Gefühl. 4,25, es geht. Okay, ich hatte es schlimmer gedacht. Diplomatie. Krieg erklären gegen Frankreich. Wer wäre denn mit dabei? Siena wäre dabei, Sizilien und Norwegen. Portugal wäre gerade nicht mit am Start, aber Norwegen. Siena und Sizilien, sind beides keine großen Staaten mehr. Und das Byzantinische Reich tobt sich hier immer mehr aus, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, Norwegen können wir aber dann weitestgehend ignorieren. Die müssen wir nicht großartig beachten. Ich glaube, wir machen das, dass wir mal Krieg gegen Frankreich erklären. Werden wir allerdings wahrscheinlich erst nächste Folge machen können, denn die Zeit ist schon ganz schön vorangeschritten gerade. Ja, ich verlege nur ganz schnell die Einheiten, zumindest erstmal in die Nähe. Dass wir daran denken. Und hier die vielleicht auch nochmal nach dort, dass wir sie halt gleich im Großen und Ganzen schon mal weitestgehend besetzen können. Die dürfen wir nicht nach da verlegen, okay.
Seid ihr schon auf dem Weg? Nein, dann würde ich euch gern hier runter mitstellen, dass wir dort auch ein klein wenig was stehen haben. So, ihr müsstet alle in Bewegung sein. Du bist noch nicht in Bewegung. Okay, dann kommst du vielleicht auch noch hier runter. Dann haben wir dort insgesamt 4 Einheiten, glaube ich, stehen. Das müsste passen. Die Einheit verlegen wir nach dort. Das muss dann auch passen. Okay, da sind wir dann schon mal gerüstet für den Krieg gegen Frankreich eventuell. Wobei wir uns wahrscheinlich beeilen müssen, sonst macht Portugal doch wieder im Krieg mit. Denn die befreien gerade ihre Provinzen. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall tun wir jetzt erstmal die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und dann bis morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.